Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting. Understand fear as I have. Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Ja, das ist ein Spiel, was ich auch aus meiner Kita kenne. Es ist zwar, wie man sieht, von 2002, also gerade mal, ja, vielleicht so etwa 20 Jahre alt. Aber ich habe das gespielt, ich glaube sogar so ziemlich, als das rauskam, war das. Auf dem GameCube von meinem besten Kumpel. Ich habe das tatsächlich, ist das auch genau das Spiel von meinem besten Kumpel hier, wohnt direkt gegenüber, ausgeliehen und gespielt. Beziehungsweise bin ich gerade am Spielen jetzt. Schritt 1, ich werde jetzt erstmal das Spiel auf Deutsch stellen. So, das ist hier unten Language Select Deutsch. So. Speichern wir das auf die zweite Memory Card und schreiben die Einstellung. Auf der ersten Memory Card ist der Spielstand von damals, auf der zweiten Memory Card ist einer, den ich mal angefangen habe, jetzt vor kurzem. Und dann habe ich gesagt, Leute, wisst ihr was, ich mache das nochmal, fange nochmal von vorne an auf Deutsch und nehme das Ganze auf. Und jetzt sitzen wir hier zusammen bei Eternal Darkness. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und gucken uns mal das sozusagen zweite Intro an. So. Ja, ich will anfangen. Das ist jetzt. Wieso kann ich nicht die Memory Card auswählen? Okay, technische Probleme. Sehr schön. Nein, ich möchte es nicht in ein neues Spiel übertragen. Ah, beim Speichern wähle ich das. Jetzt bin ich aber ruhig. Flesh. Bone. Bound together with the oddest magical incantation. This wretched book is where it all began so long ago. Before time. Before humanity. I am Dr. Edward Roivas. I am a clinical psychologist. I am also dead. This is not my story, nor even the story of the Roivas family. It is the story of humanity. Like it or not,
Believe it or not, as you will. Your perceptions will not change reality, but simply color it. Humanity has been on the edge of extinction for 2 millennia. Ignorant of so much, and dependent on so few. The Guardians grow restless. Their time once again near. Whether by fate or misfortune, my family has crossed their path, and they didn't take kindly to it. Their attention turns to my granddaughter, for she is the last of my line, and the last hope for humanity. Und da werden wir gleich in die Action geschmissen. Wir steuern jetzt hier schon. Alex Drivers können hier mit der Knarre Zombies abballern. Ich kenne natürlich die Steuerung noch. Hochla. Mal weglaufen. Und schießt den direkt auf den Kopf. Natürlich. Und tschüss. Oh, da ist noch einer. So. Tatsächlich, wenn wir in dieser Sequenz sterben würden, würde das keinen Abbruch tun. Das ist eigentlich sogar vorgesehen. Hello? Miss Alexandra Roivas? Yeah, who's this? This is Inspector LeGrasse of the Rhode Island Police. I'm sorry to disturb you, but there's been an accident with your grandfather. I'll be on the next flight out. Ah, Miss Roivas, I'm pleased to meet you. I trust you had a pleasant trip? Yes, I suppose so, considering. Yes, my condolences. This is most unpleasant. It's a shame we couldn't meet under brighter circumstances. Yes, it is. Can we get this over with, please? Of course. This way. But I must warn you, it's not a pleasant sight. I'm afraid there's not much to see. Miss Roivas, is that your grandfather, Edward? Yes, it's him. He's wearing our family ring. I don't understand. Why are you showing me this? Can't you check dental records or something? What is wrong with you? I'm sorry. It's my job, lady. You're the only living relative, and no, we can't check dental records. There's no head. Ah, none of this makes sense. There's no sign of intrusion, and there was certainly a lot of force used here. I have never seen anything like this in my 20 years on the force. We have no evidence except for the body, and what's left doesn't say much. Ugh, we don't have a single clue. Well, you better find out who did this. I'm not leaving Rhode Island until you do. There must be some clue in this old mansion revealing what happened. I want answers. So do I. I wish I had some. Geschockt durch die mysteriösen Todesumstände ihres Großvaters und durch die Inkompetenz der Polizei schwört Alex, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Sie wird das Anwesen untersuchen, den Ort, an dem Edward seinen Studien nachging. Wenn es eine Verbindung zur Vergangenheit gibt und damit eventuell auch zu seinem Mörder, dann wird sie hier zu finden sein. Und damit noch einmal willkommen. Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt
Eternal Darkness. Ich merke, ich habe zu viel Gronkh geschaut. Ich hätte beinahe einfach seinen Introduction kopiert. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen Eternal Darkness spielen und ihr habt eben schon einen kurzen Abschnitt mitgekriegt und ich habe schnell aufgehört zu reden, als das Intro weiterging. Natürlich ist an der Stelle eigentlich vorgesehen, dass man stirbt. Es kann gut sein, dass das Spiel an der Stelle erkennt, ob man es schon kann oder nicht. Und dann irgendwas mittendrin verändert. Vielleicht hätte ich mich einfach verwirrt durch die Gegend laufen sollen und mich sterben lassen sollen. Naja, wir laufen erstmal hier durch das Haus und laufen hier immer links an der Wand entlang. Erstmal noch nicht die Treppe hoch, sondern sind hier auf dem Dings. Wie man sieht, ich kann hier den Control-Stick hier komplett durchdrücken. Ich kann nur das ganz leicht drücken und schleicht sie. Also das ist klassische 3D-Steuerung. So, machen wir mal die Tür auf. Okay, verschlossen. Gut, kommen wir mal weiter. Was ist hinter der nächsten Tür? Hier ist ein Porträt. An den Wänden des Foyers befindet sich eine Art Ahnengalerie. Jedes Porträt wirkte düster. Grüblerische Gesichter hinterlassen beim Betrachter das unangenehme Gefühl, dass etwas Dunkles hinter ihnen verborgen ist. Gut. Schauen wir weiter. Hier, Entschuldigung, hier haben wir eine kleine Tür. Ich würde sagen, ich trinke mal eben einen Schluck und wenn ihr da gerade zuguckt, solltet ihr das auch tun. Habt ihr gerade nichts zu trinken hier stehen? Ihr kennt das von mir. Holt euch bitte was. Trinken ist wichtig. Habe ich gerade letztes Wochenende erlebt. Zu wenig getrunken. Ist mir total schwindelig geworden. Wir waren Pokémon Go spielen am GoFest 2021 und zu lang draußen in der prallen Sonne. Aber jetzt gucken wir mal erst, was hier zur Tür ist. Eine schöne Bibliothek. Wir laufen weiterhin links entlang und gucken uns hier alles an. Sind Bücher okay? Kann ich untersuchen? Diese Bücher erzählen die Geschichte der Familie Roivers. Die Genealogie, die Geburts- und Sterbeurkunden sind hier zu finden. Die Roivers können auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken. Als Einwanderer aus dem Mittelmeerraum wurden die Roivers zunächst von anderen Siedlern in Nordamerika gemieden und ausgeschlossen. Man unterstellte den Roivers Hexenkunst und so mussten sie sich während der Hexenverfolgung verborgen halten. Nach und nach verblassten die Schatten der Vergangenheit und die Familie Roivers baute sich ein neues Leben auf. So. Schauen wir hier so rein. Da ist auch nichts. Da dreht sich die Kamera etwas. Hier ist wieder was zum Untersuchen. In dieser Ecke der Bibliothek ist das übernatürliche Wort führend. Die Schriften von Poe, Lovecraft, die Gedichte von Blake und die Kunst von Bosch. Alles ist verwoben mit ätherischem Horror oder dem Fantastischen. Eine Präsenzbibliothek, in der das Obskure gegenwärtig ist. War dies das geheime Hobby von Alex Großvater? So. Jetzt sind wir natürlich, ne, das ist jetzt die Wand, an der wir gerade sind. Wir bleiben natürlich an der gleichen Wand. Okay, hier ist nochmal ein Bücherregal. Ein schwacher Luftzug ist vor dem Bücherregal spürbar. So als befinde sich ein Hohlraum oder ein Kamin hinter dem Regal. Geübte Spieler wissen schon, was hier passieren wird. Okay, eine Großvateruhr. Alex guckt schon so hoch, da muss was sein. Untersucht ein Detail. Die bedrohlich wirkende Uhr aus Großvaters Zeiten steht unheilverkündend in der Ecke. Es scheint, als schaue sie fast patriarchalisch in den leeren Raum. Mit links und rechts kann die Uhrzeit eingestellt werden. Möchtest du die Uhrzeit einstellen? Ah, sehe ich jetzt erstmal keinen Grund zu. Du musst mal weiter. Kamin. Also ich gehe davon aus, wir müssen die Uhrzeit einstellen, aber erst müssen wir eine Uhrzeit finden zum Einstellen. Okay, hier haben wir nur ein hübsches Bild ohne Detail. Ich habe auch nur, sieht man, hat ja scheinbar gerade mit meinem Brief geschrieben, den können wir aber nicht lesen. Okay, gehen wir mal weiter. So, jetzt hier an der Wand entlang. Hier ist nichts. Man hört unterschiedlicher Untergrund, hat auch unterschiedliche Töne.
heutzutage alles total normal. Früher, ich weiß nicht, ob zu der Zeit war das, glaube ich, auch schon recht normal. Aber, ja. So, hier sehen wir was, das sieht aus wie der Familienstammbaum. Im warmen Licht des Kerzenscheins ist der Stammbaum der Familie Roivers zu erkennen. Schatten huschen über die Oberfläche der Darstellung und verschleiern die Details. Schaut man genauer hin, offenbaren sich einem die Familiengeheimnisse. Ich nehme an, mit Familiengeheimnisse ist der Mann oder die Frau oder die Figur gemeint, die sich da links unten am Stammbaum erhängt hat. Wir wissen es nicht, es wird nicht gesagt. Schauen wir mal weiter. Und gehen in die nächste Tür hinein. Hier haben wir eine Art Observatorium. Okay. Huch, ich wollte eigentlich gucken, ob ich den Schreibtisch untersuchen kann. Nein. Okay. Gucken wir mal hier weiter. Das ist eine Weltkugel auf dem Boden. Mit irgendeinem komischen runden Ding. Ein Globus, der mit einem Holzrahmen eingefasst ist. Seine glänzende Oberfläche ist wie eine altertümliche Weltkarte gestaltet. Auf der nördlichen Hemisphäre ist eine Linse angebracht, darüber eine Aufschrift. Hic sunt Draconis. Deutsch, hier sind Drachen. Übrigens, solltet ihr eine Tür knarzen hören, ist das nicht im Spiel, sondern bei mir. Ich habe die Tür nicht richtig zugemacht, aber ganz ehrlich, das passt ja eigentlich zu dem Horror-Feeling von diesem Spiel. Noch ein bisschen dazu. Was sind wir denn hier? Okay, irgendeine Art Fenster mit Mondsichel. Okay. Na gut, in der Mitte steht ein großes Teleskop. Das wird wahrscheinlich das Fenster sein, durch das das Teleskop Licht kriegt. So. An dem Teleskop sind Kurbeln angebracht, die mit einem Spiegel verbunden sind, der auf einem Messingsockel befestigt ist. Eine merkwürdige Konstruktion. Welchem Zweck kann sie dienen? Soll Alex den Spiegel justieren? Nein. Das macht jetzt noch nicht viel Sinn. Wir wissen ja noch gar nicht, für was wir das brauchen. So, dann gehen wir mal wieder raus. Und damit haben wir die Bibliothek schon mal durchsucht. So, gehen wir wieder zurück. Und geht hier weiter. Hier haben wir ein schönes Fenster. Es scheint Abend zu sein. Die Sonne scheint am Untergehen zu sein. Die letzten schwachen Sonnenstrahlen behaupten sich noch gegen die aufkommende Dunkelheit. Sie verleihen der Atmosphäre etwas Unheimliches, welches durch die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit noch verstärkt wird. Sobald die Sonne untergegangen ist, wird Alex allein in diesem Haus sein. Und nur die Geister der Vergangenheit werden um ihre Gesellschaft buhlen. Ja, dieses Spiel hat sehr schön geschriebene Texte. Fast schon wie wenn man ein Buch liest. Das ist der Haupteingang. Das Anwesen scheint Alex zuzuflüstern, an ihrer Suche festzuhalten und die Geheimnisse der Familie aufzudecken. Ja, das Flüstern können wir hören. Alex wird das Anwesen nicht eher verlassen, bis sie den geheimnisvollen Mord an ihrem Großvater aufgeklärt hat. So. Hier ist noch ein Fenster und das ist der gleiche Text wie eben, von daher lese ich den nicht nochmal vor. Schauen wir mal weiter und schauen hier hinein. Wir kommen in einen Raum, wir hören ein Feuer und hier ist eine Tür mit irgendwas davor. Eine hölzerne Platte ist an der Tür angebracht. Als Ersatz für ein Schlüsselloch ein farbiges Siegel dahin befindet sich über ein Ich habe den Punkt überlesen. Ich fange von vorne an. Eine hölzerne Platte ist an der Tür angebracht als Ersatz für ein Schlüsselloch. Ein farbiges Siegel befindet sich über einem Schlitz im Holz. Der Schlitz ist gerade groß genug, dass ein schmales Schwert hineinpassen würde. Okay, wir sehen noch ein Schwert abgebildet und ein komisches Symbol darüber. Okay. Dann wollen wir mal weiterschauen. Ich bewege mich automatisch irgendwie langsam. So, hier ist das Feuer, das wir gehört haben. Schöner Kamin. Hier steht ein kleines Schränkchen. Nee, das ist ein Herd. Ein kleiner Herd mit Dunstabzug und ein Kühlschrank. Das ist also die Küche und das Esszimmer. Okay. Jetzt gucke ich nochmal. Hier ist hier was? Nein. Okay, hier ist eine Tür. Das ist aber nicht die, durch die wir gekommen sind. Durch die sind wir gekommen. Und ich laufe jetzt nochmal nach links. An dem Esstisch ist auch nichts Besonderes. Ich
mal durch die andere Tür raus, gucken. Hier dazwischen war auch nur noch ein Bild. Und das ist der Standardtext zu den Bildern im Foyer des Hauses. Also gehen wir durch diese Tür und schauen, was sich dahinter verbirgt. Das hier scheint jetzt eher so eine Art... Oh, ein Klavier. Ein Flügel, der auf einen begnadeten Musiker wartet. Leider entsprach Edward nie diesem Bild und der Flügel gerät in Vergessenheit. Alex scheinbar auch kein begnadeter Musiker. Nun gut. Das ist ein ziemlich schönes Haus. Das hier würde ich so als Teezimmer oder so bezeichnen. Kleine Fotos an der Wand. Komisches Bild über dem Kamin. Die Illustration zeigt eine Sammlung seltsamer Zeichen, die zyklisch zueinander angebracht sind. Scheinbar haben sie eine Bedeutung, welche aber auf den ersten Blick nicht erkennbar ist. Übrigens, ich habe die Kamera heute nicht an, weil ich zum ersten Mal aus dem Keller, aus meinem Büro im Keller streame, beziehungsweise aufnehme, nicht streame, und ich habe noch nicht alles fertig eingerichtet an dem Rechner, an dem ich das hier mache. Das sind auch nochmal lauter kleine Bildchen. Das heißt, Eternal Darkness wird eine nicht gestreamte Aufnahme sein. So, dann gehen wir durch die doppelflügelige Tür wieder nach draußen in das Foyer. So, und dann schauen wir mal nach oben. So. Und ja, ich schaue mir jetzt mit Absicht erstmal alles an. Ja, das ist... ich weiß genau, was wir machen müssen. Ich könnte jetzt hier durchrennen, aber das macht ja keinen Spaß. Wir wollen ja auch was davon haben, oder? Das ist jetzt wieder... Halt, das ist ein anderer Text. Oder? Nein? Das sind immer noch die grüblerische Gesichter, habe ich nicht im Kopf gehabt. So, bevor ich jetzt hier durchgehe in den nächsten Bereich, gucke ich erstmal hier. Da ist auch nichts, außer ein zweites Bild. Das ist aber eins, was wir auch schon kennen. Also gehen wir mal durch. Und das ist jetzt quasi ein anderer Abschnitt vom Haus. Und der ist verschlossen. So. Damit würde ich sagen, gucken wir uns nochmal hier an. Hier ist auch nochmal ein Bild. Ah, ein Mann. Kein besonderer Text. Und hier ist eine Uhr. Eine wunderschöne Stiluhr. Ihre Zeiger scheinen stillzustehen, auch wenn die Uhrwerk weiterarbeitet. Sie ist bei 3.33 Uhr stehen geblieben. In der Rückseite der Uhr steckt ein Schlüssel, mit dem die Uhr wohl aufgezogen werden kann. Soll Alex den Schlüssel an sich nehmen? Ja, natürlich. Alex hebt die Uhr hoch und nimmt den Schlüssel an sich. Irgendwie sieht der Schlüssel merkwürdig aus. So, als scheine er nicht für diese Uhr gemacht zu sein. Er ähnelt einem Kommodenschlüssel. Alex hat einen Kommodenschlüssel gefunden. Den Schlüssel nach Komodo, beziehungsweise auf die Komoren. Da kommt der Komodo Varania her. 3.33 Uhr. Ihr erinnert euch, wenn nicht, ihr könnt auch zurückspulen an das Intro. Wann ist Alex aufgewacht? Genau, um 3.33 Uhr war ihr Albtraum zu Ende. Der, in dem sie gegen die Zombies gekämpft hat, die ich bereits gesteuert habe. So. Dann gehen wir mal zurück. Falsche Richtung war das jetzt. Gehen wir mal zurück. Jetzt ist es ein bisschen schneller hier. In die Bibliothek. Und wir haben nämlich jetzt eine Uhrzeit. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was passiert, wenn wir diese 3.33 Uhr bei der Grandfather Clock, der großen, wie sie im Englischen nennen, Großvateruhr, wenn wir die einstellen. So, Detail. Und ja, ich möchte die Uhrzeit einstellen. Und jetzt kann ich hier die Zeiger bewegen, wie man sieht. Und ich stelle sie auf 3.33 Uhr. So, ja. Und wie wir uns schon dachten, öffnete sich das Bücherregal. Wie gesagt, Leute, die Adventures spielen oder so, kennen eigentlich genau das, was es dieser Wind zu bedeuten hat. Wir haben einen kleinen Geheimgang entdeckt zu einem geheimen Raum. Dann gucken wir uns den nochmal an. Wow,
Das ist ein ziemlich großer Raum. Der Raum ist nicht groß, es sind viele Dinge hier drin, das wollte ich damit sagen. Hier hängt zum Beispiel ein Schild, das ich mich angucken kann. Hier hängt ein schiefes Bild und drei Kerzen. Ein schmaler Schrein aus Kerzen. Die Anordnung der Kerzen scheint einem bestimmten Zweck zu dienen, da sie mit den Kupferstichen auf dem Tisch und der Illustration in der Wand übereinstimmt. Die Kerzen sind aus. Okay, man sieht hier tatsächlich, es sind drei Kerzen. Die linke steht auf einer Sonne, die rechte steht auf einer Sonne und die oben in der Mitte steht auch auf einer Sonne. Schauen wir mal weiter, was haben wir hier? Hier ist ein Bild von irgendwas Langes. Sieht aus wie so ein Fluss oder sowas. Ah, die barbarische Zeichnung einer Säule aus einzementierten menschlichen Körpern. Was muss in dem Kopf des Zeichners vorgegangen sein? Die Zeichnung ist abstoßend, gleichzeitig aber auch faszinierend durch ihre Detailverliebtheit. Die exakte anatomische Wiedergabe gebrochener Knochen, Rückgrate und Rippen wirkt geradezu hypnotisch auf den Betrachter. Uah. Schnell weiter. Was haben wir hier? Hier blinkt etwas. Dieses Blinken übrigens ist die Art, in der dieses Spiel uns sagt, hier ist ein Gegenstand, den du mitnehmen kannst. Eine altertümliche römische Waffe, ein Gladius, ist über dem Kaminsims angebracht. Ein weiteres Stück eklektizistischen Tanz. Dieses Wort habe ich auch noch nicht gehört. Eklektizistisch. Okay. Könnt ihr mal googeln, was das bedeutet und dann in die Kommentare schreiben. Ich google mich jetzt beim Spielen erstmal nicht, was das bedeutet. Eklektizistisch. Zumindest kann ich es jetzt mittlerweile aussprechen. Nehmen wir das Gladius doch mit. Es ist Tand, es ist wertlos, also nehmen wir es mit. Ganz klar, ganz offensichtlich. So, schauen wir mal weiter. Okay, hier ist ein Bild von, ich kann nicht ganz erkennen, was. Dies ist die bizarre Darstellung einer Monolithenstadt, deren immense Architektur in einem unnatürlichen Nebel versinkt. Jedes Detail muss den Betrachter einfach in ungläubiges Erstaunen versetzen. Alex betrachtet die Stadt und glaubt fast, die Einwohner sehen zu können. Ich kann da keine Stadt erkennen, ehrlich gesagt. Gut, okay, ja doch, da im Hintergrund. Also im Vordergrund ist irgendwas, das sieht aus wie so ein Raumschiff von oben und dann im Hintergrund sind Hochhäuser beleuchtet. Ja, okay. Nee. Schauen wir mal weiter. Hier haben wir noch ein Bild. Oh, eine Kirche oder sowas und ein Weg im Sonnenschein. Ah, da fühle ich mich doch gleich warm hier. Das ist ja Sommerurlaub. Oh, ein Gemälde eines vom Dschungel überwucherten Bauwerks. Offensichtlich handelt es sich um einen Tempel in Asien. Vielleicht in Thailand oder Kambodscha. Na, hier war noch mein Untersuchen. Ja, dann noch nicht. Okay. Machen wir hier. So. Statue. Es sieht aus wie eine Maske. Das Gesicht strahlt eine heitere Gelassenheit aus, mit einem Lächeln, das um die Mundwinkel spiegelt. Die Augen sind wie in tiefer Meditation geschlossen. Okay, und ja, ich weiß, da ist ein Buch in der Mitte und das blinkt. Und da das natürlich im Zentrum des Raumes ist, ganz eindeutig das wichtigste Item im Raum, gucken wir uns das natürlich zuletzt an. Wir wollen schließlich alles andere auch mitkriegen. So. Das ist irgendein Schloss, also auch sehr schlecht zu erkennen. Das Bild dieser Kathedrale wirkt wie ein Scherenschnitt vor grellem Licht. Bösartig und bar jeder Subtilität. Jeder Pinselstrich lässt die scharfkantige Architektur widerhallen, ist erfüllt von dem bitteren Gefühl, dass dieses Gebäude eine unerträgliche Zumutung für die Realität ist. Ein düsteres Bild. So düster sieht das hier gar nicht aus. Was haben wir hier? Ein Blatt Papier gerahmt. Okay. Ein altes, vergilbtes Papier hängt eingerahmt wie ein Bild an der Wand. Auf dem Papier sind wie im Wahn hingeschmierte Kritzeleien erkennbar, deren Sinn sich Alex aber verschließt. Vielleicht würde ihr eine Art Wörterbuch bei der Entschlüsselung dieser Schrift helfen. Nun gut. Dann der Augenblick, auf den ihr alle gewartet habt. Wir schauen uns das Buch an.
Auf dem unaufgeräumten Schreibtisch liegt ein in Leder gebundenes, antikes Buch. Soll Alex im Buch lesen? Ich würde sagen, ich bin mal so fies und sage, das ist der Cliffhanger für diese Folge. Wir sehen uns nächste Woche wieder und dann erfahren wir, was in dem Buch steht. Also, ciao, miau!